Table. Ja, jetzt mache ich auch den Druck, den ich im ersten Satz einfach, ja, nicht eingesetzt habe. Aber im zweiten Satz fühlte ich mich auch mehr mental an der Platte angekommen. Das ist ja auch immer so eine Sache, ist man im Spiel angekommen oder beschäftigt man sich noch mit anderen Gedanken oder mit anderen Themen? Und jetzt hatte ich auf jeden Fall ein viel besseres Feeling, was natürlich auch dann Selbstvertrauen gibt und dann auch beflügelt, sage ich mal. 9-3 jetzt, 9-4. Beflügeln kann in diesem Fall dann auch mal sein, dass ich zu überhastet ziehe und zu viel Risiko in einen Ball lege. 9-5, überhaupt nicht runtergegangen für den Ball, der war tief. Flip, locken. Ja. Auch hier wieder die Regel, ich habe jetzt glaube ich zwei oder dreimal die Vorhand diagonal gespielt. Da muss ich auf jeden Fall einen Wechsel einstreuen. Nach einem diagonalen Ball oder spätestens nach zwei diagonalen Bällen muss der parallele Wechsel kommen, um das Spiel einfach offen zu halten. 9-3, 9-7. Also wieder eine klassische Schwächephase von mir, nach einer hohen Führung da einfach wieder das Gas herauszunehmen. 9-8 jetzt sogar. Zehn, acht. Ja, wobei da habe ich jetzt nicht wirklich viel gemacht. Das war jetzt eher ein Fehler vom Gegner. Da hat er sich selber rausgebracht. Da habe ich jetzt nicht viel beizusteuern gehabt. So, willkommen zu Satz Nummer 3. Also Satz 2 hat mir definitiv besser gefallen. Da war mehr Spannung auf jeden Fall in den Schlägen, mehr Wille auch. Und allgemein das Tempo war höher, was dann auch zu Punkten geführt hat. Kurze Bälle habe ich mir vorgenommen zu flippen oft oder richtig Hacke zu geben in die Rückhand oder auch hier in die Mitte, dass er dann Probleme hat beim Eröffnen, weil er da meiner Meinung nach zu aufrecht stand und auch nicht gut beschleunigt hat, um diesen Unterschied herauszubekommen. 3-0 Führung jetzt. Genau, und parallel, ne? Da seht ihr, was das für eine Wirkung entfalten kann. Einfach nur platziert auf die Grundlinie da zu spielen. 5-0 jetzt. Ja, von hinten habe ich bisher in dem Spiel noch keinen Punkt gemacht. Vielleicht einfach da noch ein bisschen geduldiger spielen. Und nicht unbedingt ja, den Riesen von hinten zu spielen. Da jetzt endlich mal schön ausgeblockt auch. Hatte ich ein gutes Feeling auf jeden Fall. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich mir noch aufschreiben muss, ist, wenn der Gegner zum Ziehen kommt, was ja immer passieren kann, dass er den ersten offensiven Schlag macht, dann gehe ich oft von Natur aus ein bis zwei Schritte nach hinten. Was dann wieder dazu führt, dass ich von hinten entweder gegenladen will oder einfach auch zu spät am Ball bin. Wenn ich aber früh einfach vorne nur am Tisch die Bälle abblocke und auch mal den Gegner ausblocke, das kommt ja noch dazu, das heißt parallel oder in die Ecken blocke, dann kann ich auch so mich aus solchen Situationen lösen. Aber ich habe dann immer diese Tendenz, mich fallen zu lassen und dann von hinten aus der Halbdistanz zu spielen. Das ist mal okay, darf aber nicht zum automatisierten Schritt werden. Und das sehe ich hier bei meinen Spielanalysen oft, dass ich dann immer nach hinten gehe und dann ja eigentlich gar nicht vorne den Kampf mal annehme, um dann zu blocken. Hier haben wir jetzt eine kurze Unterbrechung, weil der Ball hinter der Bande war. 8-2 jetzt. Bin mal gespannt, ob ich jetzt die Führung durchspiele. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Oh wei. Das ist unkonzentriert halt. Da ärgere ich mich auch selber darüber. Ja, Angabenpunkt. 9-3. Ja, da auch wieder. Ich bin zu weit weg von der Platte. Ich könnte vorne viel besser spielen und einfach auch dem Gegner die Zeit nehmen.
9,5 jetzt. Der eigene Aufschlag. Ich meine, das war jetzt kein Spiel, was die ganze Zeit auf der Kippe stand. Also ich war mir schon dessen bewusst, dass ich immer mal einen Gang hochschalten kann. Aber die Sätze sind einfach zu knapp. Und ich mach mir das Leben schwer, immer nach hohen Führungen. 9-3 war das ja, glaube ich, jetzt wieder 10-6. Das ist zu knapp dann am Ende und unnötig. Gut, jetzt natürlich so ein Flip zum Abschluss. Erster Vorhandflip in dem Spiel. Ja, vielen Dank nochmal an den Gegner, dass ich das Spiel filmen durfte. Hat riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Rückrunde. Ja, wenn ihr auch Punkte habt, die euch aufgefallen sind, schreibt es in die Kommentare, lese ich mir gern durch und diskutiere ich auch gerne mit euch oder gebe dann auch meine Meinung dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen und macht's gut. Ciao, ciao.